Ja, hallo. Jörg, sag doch auch mal guten Tag. Guten Tag. Ja, hier ist Jörg nämlich. Guten Tag. Jörg schweißt gerade hier Kühlergrill. Das haben wir ja in der dritten Folge schon gemacht, aber noch nicht fertig. Fixiert. Nee, jetzt wird verschweißt. Ja, und ich bin dabei. Was machst du eigentlich? Nur Scheiße. Ich lackiere jetzt die Teile. Gaspedal, das ist das Gaspedal. Hier habe ich schon ein paar Sachen aufgehängt. Die sollen jetzt alle lackiert werden. Und wenn wir das schaffen heute, wir wollen nämlich einen Berg runterfahren. Wir haben einen Berg gefunden. Und dann wollen wir mal Probe fahren. Mal sehen, wie das Ding so fährt. 15% Gefälle. Das ist eigentlich, das ist eine ganze Menge, glaube ich. Ne, Jörg? Was? Ich habe nicht zugehört. 15% Gefälle ist das, ne? Ja, und am Ende ist die Fähre über den Kanal. Ja, und da fahren wir dann auf die Glück Fähre. Wenn du Glück hast, dann ist die Fähre gerade da. Ja, und sonst fahre ich ins Wasser, ne? Auf jeden Fall wieder spaßig. Ne, aber ich habe ja Bremsen. Also, lass uns erstmal weiterarbeiten. Wo war denn die Farbe? Fast alle. Schwarz, matt. Mhm. Brauchen wir ja nicht grundieren, ne? Nö. Du, ist warum ja nur nicht. Sprühst du das nicht gleich in die Richtung? Dann kannst du doch. Ich mach das gerne, Regen, dieses. Ja. Ich mach das gerne. Einatmen. Regen ist so viel Unsinn, so. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen, macht so ein bisschen Kirre im Kopf. Das auch mal? Nee. Ist ganz schön aufwendig, so eine Seifenkiste zu bauen. So. Dauert ganz schön lange, ne? Ja. Da hätten wir auch ein ganzes Auto bauen können, ja. Richtiges. Mit. Ja. Das nächste Mal bauen wir aber so ein Ding mal mit Motor, finde ich. Du. Eigentlich schreit das doch danach, dass da. Ja, da muss hier so ein fetter BSA-Motor rein. Du. Hier hinten oder mit Kettenantrieb. Du. Ja, und es gab in den 20er Jahren solche Art Seifenkisten, die hatten den Motor an der Seite. Das ja, habe ich auch mal gesehen. So, das ja, und da war eine, von da aus eine Kette hier ja. Hin. Ganz einfach. Ja, so ganz simpel. So ein luftgekühlter ja. Einzylinder. Ja, so ein Triumph oder ja. So ein BSA, ja. Du, der auch nicht Lärm macht. Hast du bestimmt noch irgendwo auf dem Dachboden rum? Ja, ich hätte noch Motoren. Siehste? Könnte ich liefern. Ja, könnte mal sehen. So, was haben wir denn noch? Die Stange hier noch? Ja, du kannst auch da so. Ach so. Wäre schon gut, ne? Ja, schön. Bist doch guter Wauwi. Das mache ich immer, wenn ich zu faul bin. So außermittig einspannen und dann eine niedrige Geschwindigkeit. Dann brauche ich nicht schütteln. Gut, ne? Können wir Augenblick noch so laufen lassen. So, ja, jetzt kannst du lackieren. Ja, die kannst du noch mal übersprühen, die sind ja da. Wieso nochmal? Später einmal, ja, ich glaube. Hast du nicht richtig gemacht? Doch, habe ich richtig gemacht. Brauchst du deine eigene Arbeit nicht? So doch, ich habe das richtig gemacht. Die können ja eigentlich auch mal abgeschnitten werden, die ja, Seile. Wie das aussieht, machen wir ja, bitte. Doof aus. So, ne? Ja, viel besser. Ja, das kannst du ja hier, dieses Feld kannst du auch noch ein bisschen weiter schrauben. Ja, da ist noch der. Bis zu den Löchern. Ah, ach ja, das ist der Kühler. Mhm. Boah, sieht gleich gut aus, finde ich so. Ich ess mal einen Keks. Ja, iss mal einen Keks. Nicht diese blöde Alukante hier so rausblitzt, ne? Ne, genau. Esspappe. Sind das nicht Oblaten? Oblaten, genau. Mhm. Das, was man in der Kirche immer kriegt zum Wein, ne? Oh, da kann ich eine Geschichte erzählen. Und dann kriegst du doch so eine Oblate mit Rotwein. Ja, genau. Und ich sagte meinem Bruder, wir müssen uns denn so hinknien. Und dann kam der Pfarrer an und er schob mir dann so eine Oblate ins Gesicht da, in den Mund. Und wusstest du das, was da kommt? Ja, wir hatten das ja geübt schon.
Also im Konfirmandenunterricht. Ja, jahrelang geübt. Ja. Aber das Witzige war denn, oder was war ja gar nicht so witzig für mich nicht, der Pfarrer, der hatte so eine Matte gehabt, rote Haare. Und an der Oblade, die er mir reingeschoben hat, da war ein Haar dran. Nein. Und ich schluckte das dann runter und hatte einen wahnsinnigen Wirkreiz. Weil du das Haar ja mitgeschoben hast. Und vor gesammelter Mannschaft, alle saßen da in der Kirche, weißt du, und ich so. Und dann habe ich das Haar so rausgezogen wieder. Da steckte widerlich, du. Und mir liefen die Tränen aus dem, weißt du, das war auch, das war echt schrecklich, du. Hat er das mitgekriegt? Das ja, hat er mitgekriegt. Nee, hat er nicht mitgekriegt. Der wusste gar nicht, was los war. Aber er hat wohl gedacht, mir ist die Oblade nicht bekommen. Ja. Aber dabei war ja das Haar. Das war nicht schön, du. Mhm. Aber das sieht schon ganz gut aus mit dem Rahmen hier. Gefällt dir, ne? Ja, gefällt mir. Das ist ein Lack, der in der Graffiti-Szene sehr viel Verwendung findet. Die Vorteile sind, dass er sehr deckungsstark ist auf allen Materialien. Ganz schnell trocknet und sich ganz leicht verarbeiten lässt. So ein Graffiti muss ja auch mal schnell gehen. Oh ja, das ist gut. Bisschen weiter runter noch. Oh, jetzt kann ich das Lenkrad ja auch schon ranbauen. Ja, das musst du eigentlich noch mit Overtrolöl noch behandeln. Das Lenkrad? Ja, wird schöner aussieht. Ach, den Griff, ja. Ja. Mhm. Das wird schon alleine hier, das Lenkrad. Durch den Angstschweiß nachher. Mhm. Das du glitscht sich schon zurecht, das Holz. Ich hatte mal einen Jaguar V12, ne? Ein XJS Coupé. Und mit dem ich mit Tim Kröger, genau, die Kasseler Berge lang geballert, mit 260, Kurve runter, Berg hoch, Berg und immer Vollgas. Ne? Und mit einmal merkte ich so an den Händen, so schweißnasse Hände, unter den Armen alles schweißnass, hier lief der Schweiß runter. Aber du hast das erst gar nicht gemerkt? Oh, das war so ein geiles Gefühl und das habe ich gar nicht gemerkt. Guck mal. Boah. Ja. Hübsch, ne? Ja, hübsch. Du. Das Blöde ist nur, auf der anderen Seite ist die Zahl andersrum. Mm. Aber nützt ja nichts. Kannst du über Kopf machen, das sieht noch komischer. Noch komischer. Und hier so Esso hin. Ne? Ja. Ja. Soll ich jetzt mal schnell? Ja, klar. Kann ich schon, aber das muss trocknen. Aber eine andere Farbe. Ja, ja, rot. Das ist ja das Geile an diesem Kunststoff. Ja, das hält die Farbe nicht an. Ja. Wenn du tausendmal rübergesprüht hast, kannst du das einfach so abblättern. Das ist toll, du. Ich hatte früher mal Pappe genommen und die wird dann so rissig. Und wenn du sie knickst, dann bricht die einfach. Geht das nicht mehr, ne? Muss das jetzt überall ab? Nein. Das dauert auch zu lange. Die Sendezeit ist um. Die Sendezeit ist gleich um. Welche Farbe soll ich. Welche Farbe hat dein Esso? Esso war rot früher, weiß. Weiß und weiße rot. Weiße Schrift eigentlich, ne? Ja. Aber wenn wir das jetzt auch in weiß machen? Nö, das ist langweilig. Ich guck mal nach, was du noch an Schablonen hast. Lassen wir einen Moment antrocknen. Wenn man jetzt die Schablone verrutscht, die ist nämlich noch nass, dann kann das sein, dass das mit auf den Lack kommt. Und das wollen wir nicht. Ja, geil. Wenn das alles schön getrocknet ist, kann man das alles ein bisschen anschleifen. Mhm. Das sieht nicht zu gecleant aus. So, und das müssen wir die andere Seite noch machen. Mit der 317, der kleinen, ne? Da ist ja das Nummern noch mit dabei. Sollen wir das lassen? Ja. Klar. Nummer? Das ist bei dir nicht, oder?
Nee, da ist das nicht. Da haben wir es weggelassen. Aber sieht ja trotzdem, es ist ja genug Platz. Aber nicht auf die Mitte, ne? Nö. Seitlich. Lass sie ihn. Meinst du? Mittig? Ja, in die Mitte. Sieht das nicht ein bisschen bescheuert aus? Nein. Was soll dann in die Mitte? Sollen wir dann den Schriftzug mittig machen? Der Schriftzug oder die, in die Mitte. Oder die Nummer mittig? Mhm. So, das ist jetzt... Ja, der macht doch die Nummer mittig. Das ist jetzt gestalterische Frage. Aber die Nummer ist ja auch größer. Also, als das ja. Nummer. Gut. Und die machst du in beige wieder? Die mach ich wieder in beige. Hm? Ja, ne? Ja. So. Fertig. Sind wir dann gleich fertig? Den sitzt noch. Ah ja, den muss man einschrauben. Der ist ja schraubbar, ne? Ja. Warum ist da so ein Benzel eigentlich dran? Das hat das so stramm gezogen, dass dies hier so. Ach so. Aufwendig. Ah. Kannst du den mal richtig reinstellen? Ich hole mal Muttern. Ja, jetzt müssen wir wissen, wo jetzt die Schraubenlöcher sind. Ich glaube, da. Yeah. Wie das passt, du? Gefällt mir. Jetzt muss ich mal wissen, wie weit der letzte Zahl vom Kühlergrill weg ist. Ich habe hier einen Zoll. Ich nehme das mal ab, ne? Das stört mich hier gerade in meinem Arbeitsbereich. Du musst das 8 sein. Ist es nicht, ne? Ach so, da ist 8. Die andere 8 oder ja. Was? Und die Höhe weißt du ja, ne? Ja, die Höhe ergibt sich da gleich. Soll ich mal halten? Ja, nee, der lugt das schon raus. Das kommt hin mit der 8. So, den hatte ich hier ein Stück drüber und der muss jetzt hier nochmal da runter. Kannst du von der Seite nochmal messen, von der Blechkante bis Unterkante Zahl? Bei der 1, ne? Aber nicht drin, sondern hier außen, Oberkante, ne? Ach, dann messe ich auf den Rahmen oder was? Sind ich auch 8. Was du da machst. So hier. Noch mal zeigen? Nee, ich meinte so von der Kante so, bis unterkante Zahl. 4,5. Das sollten wir dann hier auch haben. Und ungefähr hin. Ja? Ja. Ah. Ja? Die geht. Eine Bauernschraube, ne? Ich brauche nur das Gewinde. Dann reicht mir das doch schon. Schneide ich mal ab. Ach nee, schade, die hat keinen. Vielleicht will ich die gar nicht hergeben. Guck mal, die ist komisch. Die hat keinen richtigen Sechskant. Ach, da hat schon mal. Willst du die nicht hergeben? Ja, das ist eine ganz alte Schraube. Ja. Ja, wenn du da eine alte Modder drauf machst. Ja, ja, nimm mal, wenn sie passt. Schneid doch ab. Dann habe ich ja nur so ein Gewindestück. Aber da kann man noch eine dicke Karosseriescheibe drauf schweißen und dann darauf wieder was aufbauen, was Neues. Drauf aufbauen. Mhm. Ja. Jetzt kann man das schon gar nicht mehr erkennen, dass es eine Badewanne war. Nö. Wo hast du die noch her? Von Mannis Nachbar. Oh, das darf ich gar nicht sagen. Wieso hat er dir den nicht freiwillig gegeben? Nee, der wollte ihn nicht los sein. Weiß er das mittlerweile? Weiß ich nicht. Jetzt wahrscheinlich, wenn er das sieht, ja. Hier, vielen Dank noch für die Badewanne. Kannst du uns ja anzeigen. Oh, was soll die da im Garten vermodern? Die hat, weißt ja, du? Ist ja auch nicht schön. Ja. Toll, nochmal ist drauf. Schwupp. Super. Gut. Das ist jetzt die Bestellnummer. So, jetzt haben wir hier noch Methylalkohol. Das fährt nämlich mit rein Methylalkohol. 109 Oktan oder wie viel war das? Oder soll hier das Methyl hin? Ja. Und wenn es nur das Methyl ist, was der Fahrer sich in die Figur kippt? Das ist ja gemeint, ne, damit. Das ist ja eigentlich damit gemeint, weil der Motor braucht das ja nicht. Ist der mit Methylalkohol der Schrift? Ja, ne? Ja, steht ja. Alkohol bei. Da. Ja.
Newcastle. Wow, wie geil das aussieht. Tja. Bin zufrieden. So, weißt du was, wir machen jetzt Feierabend, Jörg. Ich finde, wir haben auch eine Menge geschafft. Ja, ich sehe es. Emilie Koslowski ist jetzt lackiert, zusammengebaut. Ja. Wie haben sie funktioniert? Alles festgezogen. Morgen machen wir eine Probefahrt. Jetzt ist Schluss. Wir machen morgen weiter. Das ist auch wieder hell. Heute ist ein ganz wichtiger, entscheidender Tag, denn wir wollen die Seifenkiste heute mal testen. Wir haben uns einen Berg ausgesucht hier in der Gegend. Hier ist ja Jörgs Werkstatt. Und jetzt fahren wir da mal hin. Und dann wollen wir mal gucken, wie schnell das Ding ist. Und ob alles funktioniert mit der Lenkung und so. Mal irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, wie lustig das ist. Also, bis gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Teststrecke. Das ist den Berg runter, wo es zur Kanalfähre hingeht. Und das ist schön steil. Ja, Andi? Dass du auch ein anständiges Gefälle hast. War schön hart hier, gefedert du. Ja, wa? Jetzt machen wir mal gespannt, du. Also ein Motor wäre besser, aber trotzdem ist schon geil. So. Funktioniert hier, die Lenkung geht, alles klasse. Super. Jetzt die Kurve hier nehmen. Ja, das war ja schon mal ein gutes Erlebnis, ist eigentlich erfolgreich, alles hat gehalten. Was unbedingt wichtig ist, was ich gemerkt habe, dass wie ich das Lenkrad mal losgelassen habe, es zieht leicht nach rechts. Und das heißt, man muss die Spur noch mal richtig schön einstellen, alles mit dem Zollstock genau ausmessen. Denn wenn die Spur nämlich nicht richtig stimmt zueinander, dann bremst sich das auch. Er weißt kann du, noch was schneller war werden. Der Sturz von dem linken Vorderrad, der ist auch ein bisschen. Ja, die sind unterschiedlich. Man muss die Stürze noch mal einstellen. Ich glaube, das ist, als du letztens das verschweißt hast, was nur geheftet war. Ja. Da muss das passiert sein. Ja, ich habe Schuld. Ich gebe es dir zu. Aber das können wir ja noch machen. So. Ja, und das Lenkrad muss auch ein bisschen fester. Ist einmal unterwegs auch abgegangen. Echt jetzt? Ja. Durch das, durch die Bodenwellen? Ja, oder? Und dann so. Aber dadurch, wenn man das optimiert, kann das bestimmt schneller werden noch. Und es war ja schon. Also eine gute Geschwindigkeit ist das, glaube ich, schon. Ja, und wenn du bist ja aus dem Stand losgerollt, wenn man jetzt noch mal mit Anschwung oder von wirklich einer steilen Kante runter, so wie das Original bei den Dingern ist, Eine dann Rampe hast du von vornherein ja Geschwindigkeit drauf. Genau. Aber er liegt schon gut auf der Straße, flattert auch nicht, ne? Nein. Da in der Kurve war das auch toll. Ja, ne? Sieht richtig schön gezirkelt aus. Mhm. Schön gemacht, du. Ja. Ja, dann haben wir das ja zum Abschluss gebracht. Vielleicht, ne, liebe Seifenkistenfreunde jetzt,
könnt euch auch mal was bauen. Und dann können wir gegeneinander mal ein Rennen fahren. Und eigentlich wollte ich ja gegen Finn Kliman fahren. Aber der meldet sich ja nicht. Ich kann das ja hier noch mal sagen. Mr. Kliman, bauen Sie sich eine Seifenkiste, Sie haben Räder genug. Die habe ich ja von ihm bekommen. Da kann er sich doch mal was bauen. Also wir sind fertig. Ja, wir sind fertig. Startbereit. Ich sag jetzt mal tschüss. Dran denken, die blöde Glocke klingeln lassen. Ja, sowas ähnliches. Und abonnieren. Das würde mich freuen. Ahoi die Brause. Tschüss.